So, guten Morgen. Wir fahren heute Nacht nach Frankreich und zwar nach Südfrankreich an die Atlantikküste mit Wave Tours in den Surfcamp. Nach Saint-Girons-Plage heißt es, glaube ich. Genau. Ich war da auf jeden Fall schon mal und wollte dieses Jahr unbedingt wieder dahin. Und zum Glück hat Sven gesagt, ja, dann lass uns doch zu dritt dahin fahren. Dann fahren wir mit dem Auto und ja, verbringen jetzt 2 Wochen in einem Mobile Home. Ich bin schon super gespannt. Und Molly ist auch gespannt. Ihr seht hier nur ein Ohr von ihr. Sie weiß eigentlich gerade gar nicht, was los ist. Wir sind schon den ganzen Morgen am Packen. Ja, also wir haben vor, so gegen 11 Uhr heute Abend loszufahren. Circa 2 Stunden Fahrt plus Pausen, dass wir so am frühen Nachmittag morgen hoffentlich da sind, wenn alles klappt. Genau. So, ich habe jetzt mal hier auf unserem Wohnzimmertisch erstmal alles zusammengetragen, was wir so gemeinschaftlich brauchen. Also hier ist jetzt einmal Campingzeug und ja, so ein bisschen was an Snacks für vor Ort und unterwegs. Dann natürlich Hundefutter, Hunde, ja, Sortiment von Kauknochen angefangen, Kotbeutel, Spielzeug, da kommt auch noch ein bisschen was dazu. Dann haben wir hier so eine ganze Kiste mit Haushaltssachen, Wäscheklammern, Desinfektionsmittel etc., Putzlumpen, ein paar Spiele, ganz viele verschiedene Handtücher, Strandhandtücher, unsere Erste-Hilfe-Box für Hund und Mensch und ja, Handtücher und eine Strandmuschel. Und ja, jetzt fährt da ein Auto vorbei. Na super. Und ja, ich rede diesmal auf Deutsch. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr mal mit euch rede. Ich kann zwar sehr gut Englisch, aber ich fühle mich vor der Kamera immer noch so ein bisschen mit dem Englisch. Deshalb berichten wir aus unserem Frankreich-Urlaub jetzt einfach mal auf Deutsch und schauen, ob mir das mehr Spaß macht. Also nicht mehr, sondern... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also nicht mehr, sondern halt, dass ich einfach mehr rede. Spaß macht mir beides, aber ja, ne? Ich habe auch schon mal angefangen, meine Klamotten zu packen. Also klamottenmäßig hat das eigentlich ganz gut hier alles reingepasst. Davon ziehe ich aber auf jeden Fall ein Outfit auch auf der Fahrt an. Dann habe ich eigentlich meinen eigenen Wetsuit und ja, noch so Kosmetikkram, Sonnencreme etc. Und da hinten ist ein bisschen Platz für etwas von den Allgemeinheitssachen. Ja, und du weißt überhaupt nicht, was los ist, ne? Warum ich hier schon den ganzen Morgen durch die Gegend renne und Sachen von A nach B trage. Ja. Du bist müde und ich habe gepackt. Ja, hallo dann auch mal von mir so. Meine Menschen wuseln schon den ganzen Morgen hier rum und ja, wenn ich das richtig verstanden habe, fahren wir wohl irgendwo hin. Ich bin mal sehr gespannt, wie ich so mich auf 2 Stunden Autofahrt schlage und wie dann auch das ganze Campleben so sein wird. Surfen werde ich wahrscheinlich eher nicht. Strand mag ich sehr gern. Wasser ist ja immer noch so, aber schauen wir mal, wie es wird. Auf jeden Fall bin ich schon ganz gespannt und muss jetzt aber erstmal eine Runde schlafen, weil das ganze Hinterherrennen beim Packen von Frauchen war echt anstrengend. Wir haben jetzt den ganzen Tag gepackt und geräumt und der Hund ist müde. Du siehst gerade nicht so glücklich aus.
Guten Morgen. Wir sind jetzt mitten irgendwo in der französischen Pampa. Nacht war etwas anstrengend, aber wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch gut 4 Stunden bis nach Bordeaux. Ja, erstmal Croissant und Kaffee. Und es gibt noch Frühstück für Molly. Wespe bei dir, gell? Ich sehe es gerade. Wespe. Geh weg, Wespe. Geh weg, Wespe. Ja. Ja, es gibt Futtermaus. Ich gebe Futter. Nimm's. Juhu. So, viel zu futtern. So, wir sind jetzt an Bordeaux vorbei und haben jetzt circa noch 1 Stunde. Und ich glaube, Molly ist echt der am ausgeschlafenste Passagier. Na, ja, wir sind wach. Herrchen muss gerade austreten gehen. Ja, und wenn wir dann ankommen, ich weiß noch gar nicht so genau, wo wir uns als erstes melden. Ob an der Camp-Rezeption oder bei der Surf-Camp, also bei Wave-Tours-Rezeption. Müssen wir gleich mal gucken und in Erfahrung bringen. Das ist die Stadtpasse. Und eben vor, das ist ja Freddy, das fahren wir jetzt tot. Nicht, dass Freddy joggt. Ich würde sagen, dass Freddy nicht joggt. Oh, Blätterdrempel. Übel, übel, übel. Übel, übel, übel. Aber ich würde eher da reinfahren zum Biken. Ja. Der ist wohl ready zum Wegfahren. Ja, mit dem Bus hätten wir auch fahren können. Guck mal, nee, die fahren heute Nachmittag erst wieder los. Ja. Und so sieht die Lage bei mir aus. Den Bungalowboden habe ich schon mal als zum Schlafen gut befunden. Und ich muss jetzt hier erstmal noch eine Runde Nickerchen machen. So, wir sind dann jetzt auch endlich angekommen. Beziehungsweise angekommen sind wir eigentlich recht zügig. Wir haben 13 Stunden mit Pausen gebraucht, das war eigentlich super. Mussten dann noch ein bisschen auf unser Bungalow warten und dann haben wir alles ausgepackt und eingeräumt und jetzt habe ich hier 2 schlafende Krieger. Krieger Nummer 1 und der andere, ich muss mal hier aufstehen, ist da hinter der einen Tür im Schlafzimmer. Ich nutze jetzt einfach mal die Zeit und zeige mal ganz kurz unseren Bungalow. Also wir sind jetzt gerade drin. Einmal Toilette. Haben wir hier, ist eigentlich so der große Wohn-Ess-Bereich. Wir haben eine komplett ausgestattete Küche, wobei wir jetzt unser eigenes Besteck und alles mitgebracht haben. Und wir sind ja eh durch das Camp verpflegt, aber ja, es ist zumindest schön, wir haben einen mega großen Kühlschrank. Also da können wir uns echt unsere eigene Bar einrichten, mit Eisfach sogar. Dann ist hier, es gibt ein zweites Schlafzimmer, weil das Bungalow eigentlich für bis zu 4 Personen gedacht ist. Wir mussten ein bisschen die Matratze ummodeln, weil in dem anderen ist ein 1,40er Bett und dafür hatten wir kein Spannbettlaken. Jetzt haben wir uns hier die 2 Matratzen geklaut, die auf das andere Bett gelegt und nutzen das jetzt quasi als unseren begehbaren Kleiderschrank. Und genau, dann haben wir jetzt hier noch das Badezimmer an sich, Spiegel und ja, Dusche ist jetzt halt so eine Nasszelle. Oh. Hallo, werden wir wieder scharf. Ja, so scharf ist die Dusche nicht. Nein, sie ist ganz in Ordnung. Ja, jetzt sieht man sie auch. Genau, das ist so die Dusche. Auch mit eigenem Fenster, das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz schön. Und ja, dann von draußen sieht es halt so aus. Ich gehe jetzt mal hier raus. Ich finde es auch cool, dass es eine Glastür ist, weil kann man schön noch mal Licht reinlassen und hier draußen haben wir jetzt eine Sitzecke. Ich glaube, da werden wir dann wahrscheinlich auch die meiste Zeit sitzen, haben sogar auch ein Wäschereck, direkt den Parkplatz davor. Wir durften mit auf den Campingplatz fahren, haben 2 Gartenstühle, da ist noch unsere Strandmuschel und ja, ich laufe mal gerade runter. Dann seht ihr das Bungalow auch von außen. Hallo Audi. Genau. Und das ist jetzt, sag ich mal so, das Bungalow in seiner ganzen Größe. Schlafzimmer zeige ich euch nachher auch noch, aber da schläft gerade Sven drin, den will ich jetzt nicht stören. Und so sieht es drumherum aus. Also hier sind lauter Bungalows oder ja, Mobile Homes in verschiedenen Größen. Das ist halt dieser Teil des Campingplatzes. Und dann gibt es halt noch verschiedene Bereiche, wo
wo einfach Zelte und die einzelnen Camps oder halt, wo man selber mit dem Wohnwagen und mit dem Zelt sich hinstellen kann. Das werdet ihr dann noch die nächsten Tage sehen. So, jetzt bin ich wieder drin. Wir haben jetzt 5 Uhr, bei uns steht eigentlich heute Abend noch an. Ja, Abendessen gibt es 6 und aufgrund von Corona muss man sehr pünktlich sein, weil den Tischen dann jeweils zugeordnet wird, wann wer zum Buffet gehen darf. Um 19.30 Uhr findet dann eine Kennenlernrunde und ist, die Surfeinteilung statt. Und ich glaube, danach werden wir einfach nur ins Bett gehen. Wir haben heute Nacht so gut wie gar nicht geschlafen. Und von daher würde ich mich schon mal für heute verabschieden. Tschüss!